Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Modern Warfare 2 bzw. Warzone 2 Video. Heute ist der 25.11. Das bedeutet, 3 Tage später als das Neymar-Bündel rauskam, kommt jetzt das Paul Pogba-Bündel raus. Kostet ebenfalls 2400 Call of Duty Points. Leider habe ich diesmal am Ende keinen Trailer für euch. Ich zeige euch kurz und knapp, was es beinhaltet. Leider geht auch hier noch immer nicht die Vorschau, du wirst sofort wieder in den Shop zurück katapultiert, geht bei dem Neymar-Bündel nach wie vor nicht, obwohl es mittlerweile ein Update gab. Wir haben, wie gesagt, Paul Pogba und ich berichtige mich hier, natürlich spielt er nicht mehr bei Manchester United, da war ich einfach nicht so hinterher im internationalen Fußball, war aber nicht Inhalt des Videos, als ich das letztens vorgestellt habe. Auf jeden Fall Paul Pogba mit einem absolut coolen Waffenskin, optisch mit einem sehr coolen Operator-Skin meine ich. Dann haben wir den Finisher, den wir dazu bekommen und wir haben für die Fennec 45 einen absolut geilen, sehr, sehr dezenten Skin und auch für die HC R56 mega, mega dezent und sieht absolut stark aus. Und bei der Fennec haben wir ein Kommando Pro Tuning auf Sprinten, auf Hüftfeuergenauigkeit und so weiter gepimpt. Absolut stark. Die Fennec ist übrigens einer der stärksten MPs, Nachteil sehr, sehr kleines Magazin. Höchste Feuerrate aller MPs, ist ultra geil. Du brauchst auf jeden Fall ein erweitertes Magazin, was hier scheinbar auf jeden Fall schon mit dran ist. Siehst du jetzt schlecht, aber es scheint so zu sein, solange wie dieses Magazin ist. Dann haben wir noch ein Fahrzeugskin für diesen Buggy, für die Modi wie Warzone zum Beispiel, Bodenkrieg, überall wo dieser Buggy eben zu finden ist oder Invasion. Wir haben einen Waffentalisman mit der Rücknummer 10 von Paul Pogba, ist klar. Wir haben einen Waffensticker, den wir an die Waffen klatschen können und wir haben ein Emblem. Ladies and Gentlemen, am 29. kommt die Lionel Messi Edition raus, da gibt es natürlich auch wieder ein Video von mir, etwas verspätet wahrscheinlich, weil ich um diese Uhrzeit dann Spätschicht habe, also freue ich mich auf jeden Fall auf das Messi-Paket, was dort alles für Waffen drin sind, bin auf jeden Fall mega gespannt, lasst mich in den Kommentaren wissen, was ihr von den Operator-Skins haltet, das war's von mir, schönen Tag noch, bis zum nächsten Mal, ciao.